Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen hier in Erlensee. Wir wollen euch eine ganz geniale neue Sportart vorstellen, die noch relativ jung ist. Ich persönlich kann sie auch nicht. Ich habe euch ein paar Zutaten mitgebracht, die man braucht, um diese Sportart auszuüben. Man nehme eine schicke, dunkle Skibrille, einen Tortenheber, Marke Holz bzw. Ikea, einen Hockeyhandschuh und einen rasselnden Ball. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt. Hört bzw. seht genau zu. Liebe Sportfreunde, willkommen hier beim Showdown Sportclub Erlensee. Ich hatte es diesmal wirklich nicht weit, nur 5 Minuten Anfahrt vom schönen Neuberg hier ins Erlensee. An meiner Seite jetzt hier Patrick Walterscheid, seines Zeichens Vorsitzender und auch aktiver Spieler in Sachen Showdown. Erklär doch mal den Zuschauern zu Hause, was ist Showdown? Ja, Showdown ist das Pendant zum Tischtennis, wird auch in Deutschland Tischball genannt. Und wir müssen versuchen, Tore zu schießen auf einer Platte, die 3,70 Meter lang ist, 1,30 breit. Da sind an der kurzen Seite die Tore und ja, versuchen mit unserem Schläger und dem Handschuh die Tore abzufangen, dass der Ball nicht reingeht und manchmal geht er auch rein. Okay, wie oft trainiert ihr so pro Woche? 1, 2, 3 Mal? Wir können hier einmal trainieren die Woche, sonst ist abends die Halle besetzt. Aber da trainieren wir dann von 6:30 abends bis um 9 Uhr. Wie ist der Sport generell organisiert hier in Deutschland? Der wird immer besser, also es kommen immer mehr Standorte dazu. Es waren zuletzt jetzt in der letzten Zählung 16 Standorte in Deutschland und wächst ständig. Aber du hast mir vorhin im Interview gesagt, es ist auch ein inklusiver Sport, ne? Also sehbeeinträchtigte, Blinde wie auch Autonormalbürger können bei dem Sport mitmachen, oder? Genau, so ist es. Also wir haben bei uns in der Mannschaft jetzt 2, die sehen können, voll sehen. Und aus Marburg, da ist sogar eine dabei, die ist auch körperbehindert. Die sitzt oder steht am Rollator und spielt auch. Wie ist der Spielbetrieb organisiert? Gibt es da so eine Bundesliga, zweite Bundesliga oder wie muss der Zuschauer zu Hause sich das vorstellen? Es gibt jetzt seit 2 Jahren die erste Bundesliga und seit letztem Jahr gibt es die zweite Bundesliga, die dazugekommen ist. In der ersten Liga sind 7 Mannschaften und in der zweiten Bundesliga sind 6 Mannschaften aktuell. Und wo kann man euch dann sehen? Wie kann der Zuschauer Informationen finden jetzt über eure Sportart, wenn er mal vorbeigucken will, Bierchen trinken und den Athleten über die Schulter schauen möchte? Bei uns ist es so, dass wir in Facebook eine Seite haben, die nennt sich Showdown Erlensee. Und über alle Standorte gibt es showdowngermany.de. Da sind die ganzen Standorte mit Öffnungszeiten, Trainingszeiten und Ansprechpartnern. Wie wird der Sport hier in Erlensee aufgenommen? Du hast mir vorhin vom Bürgermeister erzählt, der das alles sehr, sehr wohlwollend sieht hier. Genau, den habe ich vor 2 Jahren angesprochen, ob er uns helfen könnte. Wir bräuchten eine Location, wo wir trainieren können. Und er meinte, er würde sich gerne erstmal informieren, was es für ein Sport ist. Da haben wir einen Termin gemacht, habe ihm das am Laptop gezeigt über Videos, was das ist. Und er war so begeistert und auch so engagiert, dass er gesagt hat, jo, ich habe da was, jeden Mittwoch könnt ihr da und da trainieren und seitdem trainieren wir hier. Ja, trainiert ihr auch durch Joggen, Mentaltraining oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da sowas wie eine gezielte Taktik, dass man jetzt die Ohren schult oder sonst irgendwas? Gibt es da so bestimmte Dinge, mit denen man sich vorbereiten kann? Man kann zu Hause mit einem Schläger und einem Ball das Ballgefühl trainieren, und weil das ist das A und O bei dem Sport. Dadurch trainiert man auch die Ohren, wo der Ball jetzt gerade ist. Wenn er mal durchs Wohnzimmer fällt oder vom Küchentisch fällt, dann muss man den natürlich auch blind suchen und so trainiert man es. Ja, wir müssen den Zuschauern zu Hause noch erklären, ihr werdet dann noch das ein oder andere Bild dann auch sehen hier von der Sport, also dass ihr auch ein Gefühl kriegt, wie Showdown denn abläuft.
Was macht denn so richtig Laune an dem Sport? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, jetzt das Tore schießen oder den Gegner dann verzweifelt seufzen hören? Oder was ist da so der Reiz? Der Reiz ist ja hauptsächlich natürlich das Tore schießen. Aber es macht auch Spaß, wenn man ein sehr, sehr gutes Spiel hat und das auch mal verliert. Aber man wächst an den Aufgaben. Ja, ich habe gesehen, hier euer Tisch ist noch frei von jeglicher Werbung. Sucht ihr noch irgendwelche Sponsoren, die euch unterstützen wollen hier in Erlensee oder auch den gesamten Verband? Ja, wir suchen noch händeringend nach Sponsoren, ja. Kannst du auch den Leuten oder den potenziellen Sponsoren auch erklären, warum ihr sexy seid? Ja. Warum? Ja. Ja, wir sind ein kleiner Verein noch. Wir würden gern wachsen und umso mehr wir zur Verfügung haben, könnten wir noch einen zweiten Tisch organisieren und damit können wir auch mehr Leute anlocken. Ja, super. Habt ihr sowas wie Leute, die auch vorbeikommen, mal zum Reinschnuppern? Gibt es da irgendwie so Schnuppertrainings dann auch bei euch? Also zu unseren Trainingszeiten kann jeder generell gerne kommen und wir machen auch mal am Wochenende da. Schreiben wir das zum Beispiel auch in unserer Facebook-Seite, dass jetzt wieder jeder gerne herzlich eingeladen ist. Und auch von Bekannten kommen immer mal wieder welche und gucken sich das an, weil es sich jetzt doch immer mehr verbreitet. Spürt ihr eigentlich durch euren Sport, dass sich auch was tut im Bewusstsein der Leute? Also ich sage mal, ihr seid ja jetzt hier in so einer Gemeindehalle, dass die darauf achten, dass alles barrierefrei ist, dass auch Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, die blind sind, auch einfacher in die Halle kommen. Merkt ihr da, dass ihr auch einen Beitrag dazu beitragt, zu dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit? Also der Hausmeister ist hier sehr engagiert. Der versucht immer alles so hinzurichten, wenn jetzt Turniere oder Trainingswochenenden sind, dass nichts im Weg steht. Und erklärt uns dann auch, bevor wir in die Halle kommen, wo er was aufgebaut hat. Also das merkt man hier schon. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest für eure Sportart, für die Zukunft, wie würde der aussehen? Ja, mehr Leute, mehr Sponsoren und ja, noch mehr Freude daran. Patrick, ich danke dir für deine Zeit. Euch hier in Erlensee viel Glück, der gesamten Sportart natürlich hier in der Bundesrepublik, hier in Deutschland und an anderen Orten. Vielen Dank für deine Zeit, viel Gesundheit und viel Erfolg bei den deutschen Meisterschaften. Danke. Dankeschön.